Eine mörderische Affäre. In diesem ausgebrannten Wagen findet die Polizei von Rio de Janeiro die Leiche des griechischen Botschafters Kyriakos Amiridis, einen Tag nachdem seine Ehefrau Françoise ihn als vermisst gemeldet hatte. Was als kniffliger Kriminalfall beginnt, entpuppt sich als Mordfall mit allerlei Intrigen. Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass der Botschafter vom Liebhaber seiner Frau getötet wurde. Der erst 29 Jahre alte Militärpolizist habe die Tat gestanden und auch eine Affäre mit der 40-jährigen Ehefrau des Diplomaten zugegeben. Doch die Brasilianerin hält sich bedeckt. Sie sagt nur, dass ihr Liebhaber, der Militärpolizist, die Tat begangen hat. Sie streitet ihre Beteiligung an dem Mordfall ab. Die Ehefrau und der Militärpolizist wurden wegen Mordes festgenommen. Außer ihnen steht der 24 Jahre alte Cousin unter Verdacht, an der Planung der Tat beteiligt gewesen zu sein. Für seine Mithilfe habe die Ehefrau des Botschafters ihm umgerechnet 23.000 Euro versprochen.